Weniger ist mehr. So das Credo von Markus Neeb, der Jahr für Jahr mit einer Handvoll exzellenter Tauben an die Spitze fliegt. Ein Ausnahmezüchter, der seinen eigenen Weg geht. Mit Mut zur Veränderung, dem Blick für das Wesentliche und klarer Kante. Markus Neeb, der Taubenmagier aus dem Westerwald. Die Schlaggemeinschaft Neeb steht ja schon viele Jahre für große Erfolge und das eben im kleinen Korb. Ja, die Saison war wieder hervorragend. Wir haben eine Gesamtreiseleistung von fast 74%. Wir haben auf 13 Preisflügen 209 Tauben gesetzt und 149 Preise errungen. Von daher war die Saison wieder gut. Stand jetzt sind wir 10. deutscher RV-Verbandsmeister. Wir erringen die 2. Fluggemeinschaftsmeisterschaft bei 4 RVen und über 90 Mitgliedern, werden RV-Meister, erringen 5-mal den ersten Konkurs. Auch den ersten Konkurs auf dem Endflug, 600 Kilometer in der Fluggemeinschaft. Und auf St. Pölten machen wir von 6 Tauben 5 Preise. Welches System wird bei den Reisetauben angewendet und warum wird so gespielt? Ja, wir spielen die klassische Witwerschaft mit Vögeln. Und das auch nur mit einem kleinen Bestand, da wir der Meinung sind, wenn man totale Witwerschaft spielt, braucht man viel mehr Zeit. Die Vögel und Weibchen müssen getrennt trainiert werden. Da wir eine Firma mit 10 Leuten zu führen haben, ist unsere Arbeitswoche irgendwo so um die 60 Arbeitsstunden. Und dadurch die Zeit für die Tauben auch sehr beschränkt und deshalb der kleine Witwerbestand. Wir haben dieses Jahr die Saison mit 21 Witwern begonnen. Da wir immer eine kleine Reisemannschaft haben, liegen wir immer jedes Jahr so bei um die 20 Reisetauben. Der Anteil der Jährigen an der Reisemannschaft ist in der Regel so um die 50%, das heißt so 10 bis 12 alte Witwer oder 10 bis 12 jährige Vögel. Ja, wir reisen die Reiserichtung Südost und wenn man jährige Vögel oder jährige Tauben hat, die auf der Südostrichtung 6 bis 8 Preise fliegen, hat man doch eine gute Substanz für das nächste Reisejahr schon wieder. Wie viele Jungtauben werden pro Jahr für den Eigenbedarf gezüchtet? Ja, ich habe insgesamt 21 Zuchtpaare und ich züchte für mich ungefähr so um die 100 Jungtauben. Da ich ja nur mit Vögeln spiele, gebe ich auch überwiegend junge Weibchen ab an bekannte oder an befreundete Züchter, die dann die jungen Weibchen spielen. Und für mich, für den Eigenbedarf, behalte ich ungefähr so um die 50 junge Vögel, womit ich dann die Reisesaison beginne bei den Jungtauben. Nach welchen Kriterien werden die Jungtauben selektiert? Ja, bei der Selektion mache ich es mir relativ einfach. Die Selektion übernimmt bei mir Dr. Fernand Marien, der für mich einer der größten Taubenexperten überhaupt ist und ich zu ihm mittlerweile eine 30-jährige Freundschaft habe. Und dann gehe ich ganz einfach her und lasse die Jungtauben von ihm selektieren. Unabhängig davon, wie die Reiseleistungen der Jungtauben sind. Denn die Erfolge zeigen es ja, dass er immer ein gutes Händchen hat. Ja, Fernand ist einfach für mich der Taubenflüsterer Nummer 1. Der bekommt eine Taube in der Hand und dann sagt er dir auf Anhieb, es ist eine gute oder es ist eine schlechte. Auf welche Merkmale wird bei den Jungen besonders geachtet? Ja, bei den Jungtauben achte ich schon extrem auf ein schönes, seidiges Gefieder. Die müssen richtig glatt sein. Ich habe noch nie eine Jungtaube gesehen oder auch Alttauben, die ein strohiges Gefieder haben. Und der Knochenbau muss relativ fest sein. Und wenn ich mir eine Taube aussuchen könnte, würde ich Tauben bevorzugen, die ein tiefes Brustbein haben, die einen viel längeren Muskelansatz haben und meiner Meinung nach für 400, 500, 600 Kilometer viel besser geeignet sind. Ja, ich denke, Jungtauben sollte man nicht unbedingt nach Leistung selektieren. Wichtiger ist, dass sie insgesamt eine gute Gesundheit haben und nicht immer verspätet nach Hause kommen von den Flügen. Und Massenankünfte von Jungtauben sagen nichts über die Qualität der Jungtauben aus. Abstammung spielt für mich grundsätzlich erstmal überhaupt keine Rolle, denn wie schon gesagt, 10% gute züchtet keiner. Und deswegen kann auch aus den vermeintlich besten Zuchtpaaren eine schlechte Jungtaube fallen. Ich habe schon gute Jungtauben gehabt, die auch gute Alttauben wurden.
Auch umgekehrt habe ich schon Jungtauben gehabt, die ein oder zwei oder sogar zum Teil überhaupt keinen Preis geflogen haben. Aber Fernand dann im Herbst bei der Selektion sagte, dass es gibt einen guten, den kannst du behalten. Und seine Meinung zählt zum Schluss, ob eine Taube behalten wird. Ich habe schon RV-beste Jungtauben aus dem Rennen genommen, weil er gesagt hat, es gibt keine guten Alttauben und auch umgekehrt. Also ich sage, seine Trefferquote liegt bei über 90%. Wie werden die Jungtauben trainiert und auf die Reise vorbereitet? Ja, also gerade das Training mit den Jungtauben wird in den letzten Jahren meiner Meinung nach immer wichtiger. Man muss sehr schon damit beginnen. Ich beginne mit den Jungtauben bei einem Kilometer. Dennis Faber hat es sehr schön gezeigt, er trainiert ja sogar vom Grundstück aus den ersten Trainingsflug. Und gerade Jungtauben müssen extrem oft und viel trainiert werden, auch auf kurzen Entfernungen, um sie ganz einfach sicher zu machen. Ja, wenn die Jungtauben am Haus ordentlich fliegen, das heißt so eine halbe, dreiviertel Stunde, dann beginne ich mit den Trainingsflügen. Ich habe vor dem ersten Jungtierpreisflug sicherlich die Jungtauben an die 20 Male weg gehabt. Allerdings einmal nur auf 80 Kilometer, die anderen Entfernungen sind alle kürzer. Und sie sollten am Haus mindestens morgens eine halbe Stunde fliegen und abends auch mindestens eine Dreiviertel bis Stunde. Meine Jungtauben werden, sobald sie anfangen, sich zu paaren, getrennt nach Vögel und Weibchen. Der Jungtierschlag ist extra dafür ausgelegt, dass ich sie trennen kann. Und die jungen Vögel trainieren dann auch ab diesem Zeitpunkt, wo sie getrennt sind, abends mit den Witwern. Das hat den positiven Nebeneffekt, dass auch die Witwer dann abends ein bisschen länger in der Luft bleiben. Welche Besonderheiten weist der Jungtierschlag in seiner Bauweise auf? Naja, Besonderheiten, denke ich, sind nicht so groß. Ich habe mir halt einen Cox-Schlag ausgewählt, weil Friedhelm Cox meiner Meinung nach halt die besten Taubenschläge baut. Und ich habe mit Friedhelm die Sache durchgesprochen. Und demnach ist dieser Jungtierschlag hier so entstanden, weil er halt eine ganz normale, einfache B- und Entlüftung hat, die man eventuell auch noch mit Schieber regeln kann. Aber bei mir sind die 365 Tage im Jahr gleichgestellt. Hab dann hier hinten halt ein Jungtiersitzregal mit Jungtierzellen und Kotband, um eine Arbeitserleichterung zu haben. Ja, im Frühjahr werden die Schläge verdunkelt hier mit diesen Vorsatzrollläden. Und zwar haben die Tauben dann maximal 9 Stunden Licht bis 21. Juni. Und ab 21. Juni bekommen die Tauben diese Tageslichtlampen zugeschaltet und die Lampen brennen dann am Tag 16 Stunden. Und die brennen durchgängig von morgens bis abends. Das heißt also nicht, dass sie nur morgens früher angemacht werden, irgendwann abgeschaltet werden und abends wieder länger angemacht werden, sondern die Lampen brennen grundsätzlich am Tag dann 16 Stunden durch, da ich ja nicht weiß, ob es einen Tag über regnet. Und damit das Licht immer gleichmäßig bleibt, bleiben sie halt grundsätzlich an. Ja, hier sieht man, ich habe so Locktauben. Und diese Locktauben nehme ich dafür, wenn die Jungtauben vom Preisflug kommen, nehme ich die mit beis Haus. Und wenn die ersten Tauben am Himmel erscheinen, lasse ich sie von da fliegen. Sie fliegen in der Regel direkt das Einflugbrett an und die Tauben, die dann in der Luft sind, ziehen direkt hinterher, direkt auf die Antennen und werden dann dadurch viel schneller registriert. Bei Markus Neb finde ich besonders faszinierend, dass seine Reisetauben ja das ganze Jahr Freiflug genießen, also auch im Winter, und er auch schon sehr früh im Jahr dann die Tauben fordert. Ja, bei uns wird der Taubensport anders betrieben wie allgemein üblich. Bei uns werden die Tauben auch im Winter jeden Tag rausgelassen. Das heißt, bei 20 Grad minus oder auch bei Schneefall bekommen die Tauben immer Freiflug und dadurch hat man sie natürlich im Frühjahr auch gut im Gang. Und ich mache den ersten Trainingsflug in der Regel Anfang Februar, wenn die Tauben angepaart werden, damit ich auf Treiben trainieren kann. Und dieses Jahr habe ich den ersten Trainingsflug gemacht, ich glaube am 6. oder 7. Februar. Da lagen hier noch ca. 15 bis 20 cm Schnee. Wie werden die Witwer vor der Reise antrainiert? Ich habe meinen Tauben dieses Jahr vorm ersten Preisflug ca. 15 Mal selbst weggehabt. Beginnt bei 5 Kilometer und den weitesten Trainingsflug, den ich privat gemacht habe, war von 80 Kilometer. Ja, ich denke gerade vor den ersten Preisflügen ist ein privates Training sehr wichtig, da man die Tauben jedes Jahr meiner Meinung nach wieder neu schulen muss.
und dadurch sind die Trainingsflüge meiner Meinung nach unabdingbar. Wobei die Raubvogelpopulation die Trainingsflüge natürlich auch erschwert. Wie lange werden die Reisetauben täglich am Haus trainiert? Die Witwer werden zweimal am Tag trainiert. Die kommen morgens so circa 7 Uhr raus, fliegen dann so 20 Minuten. Bettina holt sie dann rein. Und abends fliegen die Witwer ab 18 Uhr für circa 40 bis 50 Minuten. Ja, die Tauben müssen halt konditioniert werden. Und dann spielt das lange Fliegen nicht so eine Rolle wie das schnelle Fliegen der Tauben. Und dadurch werden sie morgens auch nur 20 Minuten ungefähr draußen gelassen, damit sie dann auch mit Schnelligkeit fliegen. Und abends etwas bisschen mehr für die Ausdauer dann. Also die letzten zwei Jahre mache ich keine privaten Trainingsflüge mehr während der Woche, da ich abends immer nur trainieren kann aus zeitlichen Gründen und die Raubvogelpopulation doch so zugenommen hat, dass die Verluste bei den abendlichen Trainingsflügen ganz einfach zu groß sind. Dadurch verzichte ich mittlerweile auf die Zwischenflüge während der Woche. Die Tauben, die auf den Reiseschlag kommen, sind ja Jungtauben, die das Jungtaubenprogramm überstanden haben und dann auch die Selektion durch Vernormarien überstanden haben. Die Abstammung und Leistung auf den Jungflügen spielt dabei überhaupt keine Rolle. Der 1021 ist ein Jähriger, der fliegt dieses Jahr 1313 mit über 1000 Asspunkten. Er ist ein Engel aus Bug 17, das heißt Fernand hat eine Tochter Bug 17 von Marcel Albrecht gehabt. Daraus habe ich einen Sohn, der im Moment zwei richtige Topper gebracht hat. Und der beste Reisevogel der letzten Jahre ist der 484. Er fliegt jetzt in drei Jahren 36 Preise mit fast 3000 Asspunkten. Er ist ein Originaler von Fernand, den ich von Fernand aus seinen Reiseweibchen bekommen habe. Welche wichtigen Eigenschaften verkörpern deine Tauben? Ich denke, jeder, der hier bei mir schon auf dem Schlag war und Tauben in der Hand gehabt hat, wird feststellen, dass alle Tauben ein super Gefieder haben. Und das ist eines der Hauptmerkmale, wonach wir gucken. Ein tolles Gefieder, ein fester Knochenbau und eine relativ weiche Muskulatur, damit sie auch einfach 400, 500 und 600 Kilometer fliegen können. Und da sind tiefe Tauben noch im Vorteil, da sie einen längeren Muskelansatz haben wie normal gebaute Tauben. An welchen Anzeichen wird die Form der Tauben erkannt? Tauben sollten grundsätzlich immer in einer guten Verfassung sein, das heißt über eine anständige Form verfügen. Ich persönlich bin der Meinung, die Superform kommt auf den Schlag nach dem Fallen der ersten Schwungfeder. Am liebsten sehe ich das, wenn die Feder so Ende Mai, Anfang Juni fällt und dann kommt normalerweise die Superform auf den Schlag. Die Gefieder der Tauben werden dann nochmal glatter. Wenn man sie in der Hand hat, hat man die Hände weiß vom Gefiederstaub und alles, dann sind die Tauben richtig in der Superform, denke ich. Ja, ich sehe halt gern, wenn sie dann auch beim Training abends in breiter Front angeflogen kommen und auch dann einzeln wieder wegfliegen und so. Daran sieht man dann schon, dass die Superform in der Regel da ist. Die Fettflecken in den Federn sind ja dadurch vorhanden, dass die Tauben ein gutes Training an den Tag legen. Und je schneller und schärfer sie fliegen, je größer sind dann auch die Fettflecken in den Federn. Ist natürlich auch ein Zeichen der Form, klar. Die Tauben haben hier in der Regel immer ein schuppenfreies Brustfleisch und sehen immer gut aus und immer ein gut durchblutete Haut. Es liegt wahrscheinlich daran, weil ich hier im Schlag ja auch diese Wärmesteine verwende und die Tauben das ganze Jahr über in einer relativ gleichmäßigen Form sind. Wie viele Abteile befinden sich auf dem Reiseschlag? Da ich ja nur eine kleine Reisemannschaft habe mit so um die circa 20 Witwer, würde mir theoretisch dieser Reiseschlag, wo wir jetzt hier stehen, genügen. Aber ich habe hier vorne noch ein kleines Abteil, wo ich dann in der Regel Jährige reinsetze, die nicht gerade zu den Top-Favoriten zählen. Die vermeintlichen Topper kommen alle hier in dieses eine Abteil. Warum gefällt dir das Taubenspiel mit einer kleinen Mannschaft? Das Schöne an dem Spiel, wie wir es betreiben, ist halt, die Vögel legen ein ganz anderes Flugverhalten an den Tag wie Weibchen.
Und auch das Verhalten der Vögel im Schlag ist halt ein ganz anderes wie bei Weibchen. Und ich liebe es halt, wenn man mit dem einen oder anderen Vogel sich ein bisschen streiten kann, um so ein Territorialverhalten bei dem Vogel zu wecken. Und das ist halt ganz anders wie bei Weibchen. Ich denke auch, wenn ich mit Weibchen spielen würde, hätte ich ein Riesenproblem damit, dass ich die Weibchen viel zu gut füttern würde und die Reiseleistungen bei mir mit Weibchen mit Sicherheit nicht so gut wären wie mit Vögeln. Worin unterscheidet sich Markus Neb von anderen Brieftaubenzüchtern? Der größte Unterschied liegt mit Sicherheit darin, dass die Tauben hier jeden Tag Freiflug haben. Und gerade in der jetzigen Zeit haben die Tauben in der Regel Freiflug von morgens 8 bis abends um 8. Und dadurch sind sie mit Sicherheit auch in der Lage, besser mit Raubvogelproblemen umzugehen, wie Tauben, die nur bedingt Freiflug haben oder auch über Monate festgesessen haben. Der natürliche Reflex der Tiere, sich an die Gefahr, Raubvogel zu gewöhnen oder damit umzugehen, ist mit Sicherheit höher, als wie wenn sie monatelang eingesperrt sind. Das ist der große Unterschied, der hier betrieben wird. Eine besondere Eigenschaft von Markus ist auch, dass er, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, es auch durchsetzt. Man muss sich nur seinen Schlag ansehen. Sehr außergewöhnlich. Das ist sehr interessant. Für die Planung des Taubenschlages haben wir etliche Stunden zugebracht. Rudi Hein, Fernand Marien und Friedhelm Cox. Und herausgekommen ist halt ein Schlag mit einem sehr gleichbleibenden Klima, was natürlich auch mit an diesen Pappelsperrholzplatten liegt, die sehr gut die Feuchtigkeit aufnehmen und auch wieder abgeben. Und insgesamt ist der Schlag komplett isoliert. Dadurch ist das Klima extrem gleichbleibend. Also ich habe hier Temperaturschwankungen von Nacht zu Tag von maximal 4 bis 5 Grad. Das ist natürlich für die Form der Tauben auch hervorragend. Die Temperaturschwankungen im Frühjahr spielen hier bei dem Schlag überhaupt keine Rolle. Wie funktioniert die Lüftung auf den Reiseschlägen? Die Lüftung funktioniert so, die Luft wird 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr abgesaugt über ein 150er Rohr mit einem dementsprechenden Motor. Zuluft kommt über Ritze unter den Fenstern oder unter der Tür und die Luft wird dann oben nach außen transportiert durch dieses 150er Rohr, wo in jedem Schlag zwei Abgänge an dieses 150er Rohr gehen. Und das Volumen wurde so berechnet, dass mindestens 3 bis 5 Mal in der Stunde der Luftaustausch garantiert ist. Wird ein spezielles Lichtprogramm angewendet? Ja, Licht ist ein sehr wichtiger Faktor für die Form der Tauben. Licht wird bei mir angeschaltet von Anfang April, und zwar von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Jeden Sonntag wird die Zeit nachgestellt bis 21. Juni, das heißt längster Tag, kürzeste Nacht. Und diesen 21. Juni behalte ich dann bei bis zum letzten Preisflug. Und erst nach dem letzten Preisflug wird dann die Lichtdauer wieder verringert, um die Tauben wieder in den normalen Rhythmus zu bekommen. Das heißt, ich verschiebe den Tauben den 21. Juni um 6 Wochen. Hält die Tauben viel länger in Form, ist halt mit dem Hormonhaushalt der Taube so gekoppelt. Sind Tageslichtlampen von der Firma Rönnfried, dieses Daylight. Ich habe nicht so eine Ahnung davon. Wichtig ist halt, dass die Lampen ein spezielles Wellenlichtspektrum haben und flackerfrei halt sind. Denn diese Neonröhren haben ja doch diesen Effekt normalerweise zu flackern und das soll für das Taubenauge wohl nicht so günstig sein und deswegen lieber die etwas teureren Lampen, aber dafür halt die besseren von Rönnfried. Warum werden auf den Witwerschlägen keine Kotbandzellen verwendet? Kotbandzellen sind zwar eine tolle Arbeitserleichterung, aber wenn ich jetzt Kotbandzellen hier habe, dann habe ich ja hier einen Schlitz und ich habe die Befürchtung, dass dann Zugluft entsteht und so denke ich, wenn ich keine Kotbandzellen habe, habe ich für jeden Witwer halt ein angenehmeres Klima in seiner Zelle. Darum habe ich hier keine Kotbandzellen. Die beheizte Kiste ist dafür da. Hier ist jeden Tag frischer Grit drin und zur freien Verfügung Mineralpulver von Fernand Marien. Und Grit und Mineralpulver sind salzhaltige Sachen.
die sehr schnell Feuchtigkeit ziehen. Und durch den Heizstab, der unten in dieser Kiste ist, bleiben diese Produkte immer trocken und versotten nicht. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass diese Sachen immer trocken sind, um halt keine Pilze und Bakterien dort ansiedeln zu lassen. Hier, das ist ein kleiner Witwerschlag, der genutzt wird für jährige Vögel. Wenn der große Witwerschlag überfüllt sein sollte oder für mich persönlich zu viele Witwer in dem großen Schlag sitzen, kommen hier, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, die zweite Garnitur hat dann hier noch Platz in diesem kleinen Witwerschlag hier vorne. Der Schlag hat insgesamt 28 Zellen. Von diesen 28 Zellen werden für die Reise maximal 7 oder 8 Stück besetzt. Ja, hier, das ist eigentlich mein Hauptwitwerschlag, der extra nach Süden ausgerichtet wurde, damit, wenn die Sonne scheint, der sich auch relativ schnell erwärmt. Und hier sitzen die Topper drin, hauptsächlich die alten Reisetauben finden in diesem Schlag hier Platz, weil hier ganz einfach das noch bessere Klima ist wie vorne in dem kleinen Witwerschlag. Und die Reiseleistungen zeigen, dass der Schlag hervorragend funktioniert. Was gefällt dir an dieser Taube, Markus? Ja, die hat ein super gutes Gleichgewicht und ist unheimlich gut geschlossen im Becken. Ein kräftiges Knochengerüst an für sich schon und ist eine langgezogene Taube, die einen langen Muskelansatz hat und ein tolles leuchtendes Auge. Intelligenter Blick. Und alle Tauben zeichnen halt ein hervorragendes, glattes Gefieder aus. Und wie gesagt, schön rosa, weiche Muskulatur. Der Taubenbestand der SG Neb wird vor allen Dingen geformt durch eine sehr starke, sehr harte Selektion. Ist er 868, er flog dieses Jahr auf dem ersten Preisflug, im ersten Konkurs. Und ist auch ein richtig schneller. Jedes Mal, wenn ich ihn gesetzt habe, habe ich ihn für die Meisterschaften vorbenannt. Hat ein super glattes Gefieder, richtig schöne lange Schwingen. Motiviert sich auch durch sein Territorium, was er hat. Was ist der Grund für die konstanten Erfolge der SG Neb? Das ist die Konsequenz auf der Suche nach den absoluten Supertauben. Der Erfolg im Taubensport geht nur über Supertauben und nicht über Mittelmaß. Und die Supertauben müssen natürlich auch dann super versorgt werden. Dazu hilft mir natürlich auch Rönfried, die Tauben optimal zu versorgen. Auf welche drei Rönfried-Produkte möchtest du nicht mehr verzichten? An erster Stelle steht CaniSpeed. CaniSpeed ist für mich ein Produkt, was unverzichtbar ist. Ich hatte voriges Jahr auf der Jungtierreise den Fehler gemacht, den Jungtauben kein CaniSpeed zu geben. Eigentlich ein unverzeihlicher Fehler. Die Tauben kamen manchmal von heißen Flügen zurück und fielen wieder mit verkrampften Füßen aufs Einflugbrett. Und das sind Sachen, wenn man kontinuierlich CaniSpeed gibt, passiert das auf keinen Fall. Deswegen auch dieses Jahr nicht nur bei den Witwern, sondern auch bei den Jungtauben CaniSpeed. An zweiter Stelle Avitress Plus. Seit ich Avitress Plus einsetze, haben meine Zuchttauben oder meine Tauben insgesamt keinen Trichomonadenkuren mehr bekommen. Und an dritter Stelle auf jeden Fall Taubengold. Die Zuchttauben bekommen ja fast täglich unter anderem Taubengold übers Futter. Und das ist halt für das sanfte Gefieder nicht nur bei den Zuchttauben, sondern dann auch bei den Jungtauben meiner Meinung nach mitverantwortlich. Dann habe ich letztens wieder Probleme gehabt mit der Jungtierkrankheit. Wenn ich dann wieder anfange mit dem Füttern, bekommen die Tauben immer als erste Mahlzeit Winput. Nur reines Winput, weil es halt auch leicht verdaulich ist und insgesamt das Immunsystem ein bisschen ankurbelt und stärkt. Und dann natürlich absolut auch Entrobac, was die Tauben dann unbedingt brauchen nach der Jungtierkrankheit.
Bei den Reisetauben beginnt bei mir die Saison im Prinzip Anfang April. Und ab Anfang April, also mindestens 4 Wochen vor dem ersten Preisflug, fange ich an mit Cani Speed. Cani Speed ist eigentlich ein Produkt, was ich den Züchtern, die ihre Tauben im Winter jeden Tag festhalten und erst so im Februar, März rauslassen, extrem empfehlen würde, um den Fettabbau zu fördern. Denn Carnitin fördert den Fettabbau. Und deswegen sollten Züchter, die ihre Tauben im Winter festsitzen haben, auf jeden Fall Cani Speed einsetzen. Dann bekommen die Tauben auch Avitres Plus sowie Kräuter Komplettmix gebe ich bei den Reisetauben auch hin und wieder, sowie einige Produkte von Fernand-Marien. Wie werden die Tauben vor den schweren Flügen versorgt? Ja, meine Tauben werden grundsätzlich extrem energiereich gefüttert. Sie bekommen Mifuma-Futter. Jürgen Vetter hat mich im Frühjahr überzeugt, auf Mifuma umzusteigen. Und ich muss sagen, die Entscheidung war absolut richtig. Meine Tauben bekommen eigentlich immer satt zu fressen. Sie bekommen mittags eine zusätzliche Ration an Sämereien, 5 Gramm pro Taube. Abends vorm Rauslassen bekommen die Tauben ein Käse-Erdnuss-Gemisch, 4 Gramm pro Taube. Und sie werden jeden Abend satt gefüttert. Und dieses Jahr vor dem 600-Kilometer-Flug bin ich nachts um 4 aufgestanden, habe den Tauben Licht gemacht, habe dann um 6 Uhr gefüttert, damit sie vorm Einsetzen noch ein bisschen Futter zu sich genommen haben. Da wir am Einsatztag an den Auflassort gefahren sind und die Tauben im Prinzip keine Möglichkeit mehr hatten, die 600 Kilometer mit einer Futteraufnahme zu bewältigen. Und daher habe ich halt probiert, so viel wie möglich Energie noch am Einsatztag in die Tauben reinzubekommen. Welche Produkte werden speziell bei den Zuchttauben eingesetzt? Ganz wichtig bei den Zuchttauben ist halt Avitres Plus. Da bei den Zuchttauben ja relativ viel Wasser verbraucht wird, wird täglich Avitres Plus gegeben. Der Vorteil dabei ist natürlich, dass man überhaupt keine Probleme mit Trichomonaden hat und ich bei den Zuchttauben gefühlte 15 oder sogar 18, 20 Jahre überhaupt nichts mehr gegen Trichomonaden machen musste. Dann bekommen die Tauben fast täglich Taubengold. Dadurch bedingt haben sie ein sehr gutes Gefieder und meine Hoffnung beruht auch darin, dass auch die Jungtauben dann dadurch schon ein besseres Gefieder bekommen wie ohne Taubengold. Und unverzichtbar bei den Zuchttauben sind natürlich die hervorragenden Krittmischungen der Firma Rhönfried. Bei den Zuchttauben verwende ich diesen Taubenfreund mit Anis, Expertmineral und Zuchtmischung Premium Expertmineral. Ich finde die Krit-Sorten oder die Krit-Mischungen von Rhönfried ganz hervorragend, weil sie ganz gut aufgenommen werden von den Tauben. Und gerade die Krit-Gaben werden auch von vielen Züchtern wahrscheinlich unterschätzt. Bei mir wird mindestens einmal wöchentlich komplett neuer Krit bei den Zuchttauben gegeben und auch die Reisetauben bekommen täglich frischen Krit. Markus ist in seinem Umgang mit den Tauben ja auch sehr akribisch, so wie er das beruflich umsetzt, hat er da ganz hohe Ansprüche und denen wird er auch gerecht. Ja, eine Aussage von mir war immer, ich denke 10% Gute züchtet keiner. Bis Art Schelligans vor ein paar Jahren einen Bericht in der Brieftaubenzeitung hatte, wo er meinte, 5% Gute züchtet keiner. Und seit dieser Zeit bin ich der Meinung, Art Schelligans hat eher recht wie ich. Eine Aussage von Günter Pranger ist zum Beispiel, du musst jedes Jahr 2 Gute züchten und alle 3 Jahre eine gute Zuchttaube, dann bleibst du immer oben dabei. Welche Tauben kommen bei Markus Neb auf den Zuchtschlag? Auf den Zuchtschlag kommen nur Tauben, die im Reiseschlag bei mir erste Konkurse geflogen haben und Tauben aus absoluten Leistungstauben wieder, das heißt Kinder aus Asttauben oder Geschwister zu Asttauben. Enkel- und Urenkelgenerationen von Leistungstauben möchte ich keine haben. Ich habe zum Beispiel auch von Robert Borowitz die Goldtanja erworben, die als Jungtaube letztes Jahr von 6 Preisflügen 583 Asspunkte geflogen hat. Und ich will so dicht wie möglich an die Leistung dran. Und ich würde mir nie irgendwo eine Taube holen, die ein Enkel oder ein Urenkel von einer Leistungstaube ist.
Achtest du bei der Auswahl der Zuchttauben auf Abstammung, Körperbau oder Leistung? Nur auf die reine Leistung. Die Tauben, die aus super Leistungstauben kommen, haben in der Regel auch gute Merkmale wie guten Knochenbau, ein super Gefieder. Super Gefieder ist das A und O. Da fängt alles mit an, mit dem Gefieder. Muss seidenweich sein, geschmeidig. Ich habe noch nie eine Taube gesehen, die ein stoiges Gefieder hatte und eine gute war. Die Tauben gibt es nicht. In der Regel haben gute Tauben einen guten Flügel, genauso wie ein gutes Auge oder ein schönes Auge. Ich halte nichts von Augentheorien und trotzdem sehe ich ein schönes Auge ganz gerne. Die Taubenaugen müssen leuchten und Ausstrahlung haben. Ein mattes Auge gibt es nicht bei guten Tauben. Nach welchen Kriterien werden die Zuchtpaare zusammengestellt? Nach dem Zufallsprinzip. Wenn ich anpaare, ich paare die Zuchttauben in der Regel am 30. November an, dann gehe ich in den Weibchenschlag, wo die Zuchtweibchen sitzen, nehme mir einen Korb. Ich habe 21 Paare, das heißt, ich hole mir 21 Weibchen, fange mit dem ersten Weibchen, was ich aus dem Korb hole, an und denke, an welchen Vogel kannst du diese Täubin jetzt paaren? Und da kommt die Täubin dann dran und die 21., die dann noch im Korb übrig bleibt, kommt halt an den letzten Vogel, der dann noch frei ist. Also im Prinzip eine reine Zufallspaarung. Man könnte auch einen Zettel nehmen und könnte Lose ausfüllen und könnte Lose ziehen. Die Wahrscheinlichkeit, dann gute zu züchten, ist genauso groß. Welche Erfahrungen hast du mit dieser Zuchtmethode gemacht? Ja, da ich halt nur aus Leistungstauben züchte und so dicht wie möglich an der Leistung bin, denke ich, ist jede Taube, die hier bei mir sitzt, in der Lage, gute zu züchten. Und deswegen kann ich jedes Weibchen an jeden Vogel anpaaren. Und die Wahrscheinlichkeit, gute daraus zu züchten, ist überall meiner Meinung nach gleich groß. Der Zuchtschlag ist deshalb so offen gebaut, um den Tauben eine normale Widerstandsfähigkeit wieder zurückzugeben. Und deshalb ist er vorne komplett offen, damit auch im Winter bei 20 Grad minus die Tauben die 20 Grad minus aushalten müssen. Dann hat der Zuchtschlag 7 Abteile, damit jedes Abteil einmal in der Woche zum Baden kommt. Jedes Abteil hat 3 Boxen. Die Boxen sind deshalb so eingeteilt. Bei 2 Paaren hatte ich Probleme mit der Befruchtung, dass viele Eier nicht befruchtet waren. Bei 3 Paaren ist das Problem relativ gering. Hier und da ist auch schon mal ein Ei unbefruchtet, weil die Tauben sich untereinander nicht die nötige Ruhe lassen. Aber insgesamt ist es sehr einfach zu handhaben und die Tauben sind auch sehr leicht für mich umzupaaren. Wenn ich die Abteile größer hätte, wäre eine Umpaarung für mich doch relativ schwierig, da ich nicht die nötige Zeit dafür hätte, die Tauben 3-4 Mal am Tag zu wechseln. Auf welche Materialien hast du beim Bau der Zuchtanlage Wert gelegt? Wichtig ist für mich halt immer beim Bau der Taubenschläge, dass viel Holz Verwendung findet. Erstens, weil ich halt mit Holz gut umgehen kann. Und zweitens, weil Holz halt hygroskopisch ist. Das heißt, es nimmt sehr leicht Feuchtigkeit auf und gibt sie auch wieder ab. Und dadurch ergibt sich immer ein sehr gutes Raumklima in Taubenschlägen, wo viel Holz verbaut wurde. Ja, in jedem Abteil sind beheizte Tränkenwärmer. Auf diesen Tränkenwärmern stehen ganz normale Tränken, Kunststofftränken, die dann gefüllt sind mit Krit und Mineralpulver. Und auch da, wie oben in den Reiseschlägen, damit keine Pilze und Bakterien und Viren sich bilden können in diesem feuchten Milieu, deshalb die Tränkenwärmer, um die Krit und Mineralien immer schön trocken zu halten. Welche Zuchttauben bilden die Basis des Schlags und aus welchen Familien stammen sie ab? Ja, die Linie, die am längsten Supertauben bringt, ist die Linie von meinem 119, der 1992 schon 6. Astvogel Bundesebene war. Aus dieser Linie kommen jedes Jahr wirklich richtig gute Tauben bis Supertauben, wie zum Beispiel die 1068 bei Hans-Paul Esser, die bei ihm 2 Regionalsiege flog und eine seiner besten Zuchttäubinnen ist. Meine aktuellen Leistungsträger hier im Zuchtschlag sind der 9202, der bei mir selbst 7 Äste flog, oder eine Schwester der nationalen Asttaube von Fernormarien, die selbst schon einen 2. National-Argenton gebracht hat. Oder aktuell habe ich bekommen von Fernand den Florian Junior, der jahrelang einer seiner besten Zuchtvögel war
Das heißt, ich bekomme also von Phänomarien auch bewiesene Zuchttauben und die dann hier bei mir auch weiterhin gute bringen. Hier, das ist unser 484. Er ist ein Original-Marienvogel. Er kommt aus einem guten Reiseweibchen von Fernand. Er fliegt in den letzten 3 Jahren 36 Preise. Das heißt, als Jähriger von 13-12, Folgesjahr von 13-12, dieses Jahr wieder von 13-12 und dieses Jahr mit über 1100 Asspunkten. Fliegt auch einen ersten Konkurs dabei und ist von den Preisen her und von den Asspunkten her insgesamt im Moment unsere beste Reisetaube. Hier ist unser 1021, unser bester Reisevogel dieses Jahr. Er fliegt 13-13, fliegt auf dem Endflug den ersten Konkurs in der Fluggemeinschaft und den vierten Konkurs im Regionalverband und fliegt insgesamt 1003 Asspunkte. Er stammt aus einem Original-Marienvogel, der aus einer Tochter Buck 17 kommt. Und diese Tauben scheinen gerade bei 400, 500, 600 Kilometer die richtigen Tauben für unser Programm zu sein. Hier haben wir unseren 449. Er fliegt bis jetzt 4 erste Konkurse, über 10 Preise unter den ersten 10. Er stammt von der Linie 330 von Günter Pranger ab, wo ich eine hervorragende Zuchttäubin hatte, die 1480. Und mütterlicherseits geht er zurück auf unsere alte Linie 917x553, wo wir schon 1992 den 6. Assvogel auf Bundesebene hatten. Hier haben wir unseren 304. Er ist jetzt neu im Zuchtschlag, er ist aus dem Reiseschlag in den Zuchtschlag gewandert. Er hat auch 4 erste Konkurse geflogen, war schon RV-Bester und auch im Regionalverband ganz vorne. Und er kommt aus den Linien 78, zweiter Assvogel Bundesebene und Asstaubenlinien von Rudi Heinen. Das ist die beste Taube, die wir je hatten. Unser 9202 fliegt in seiner Karriere 7 erste Konkurse. Er geht zurück auch wieder auf Linie Günter Pranger 330, seine Mutter ist eine Tochter 330, die 1480, die bei uns sensationell gute Nachzucht gebracht hat. Und der Vater ist ein Original Marien, wo wir auch schon richtig gute Tauben rausgezüchtet hatten, aus Nettier Campion. Einer der besten Zuchtvögel der letzten Jahre bei Phänomarien ist hier Florian Junior. Er sitzt auch seit letzten Winter bei uns auf dem Zuchtschlag. Er ist ein Vollbruder zu Super 53, der Gebrüder Adema, mit 10 ersten Konkursen. Und wir haben auch schon einen Jährigen daraus, der dieses Jahr sein Können schon gezeigt hat. Das ist die Schwester Dianneke, unsere beste Zuchttäubin im Moment. Sie bringt auch schon den 2. National-Argenton in den Niederlanden. Und sie kommt noch aus dem Juhl, einer der überragenden Vererber bei Phänomarien. Ich wünsche mir für den Taubensport, dass die Taube wieder mehr als Kreatur im Mittelpunkt steht und dass nicht immer alles an Meisterschaften festgemacht wird und dass die Taube nicht nur als Arbeitsgerät oder als Mittel zum Zweck gesehen wird, sondern dass sie wieder als Kreatur betrachtet wird. Und dem sollte man auch Rechnung tragen bei den Wettflügen und lieber zum Wohle der Taube entscheiden, anstatt zum Wohle in der Meisterschaft einen Flug zu veranstalten oder durchzuführen, wo die Kreatur dann am Ende auf der Strecke bleibt. Das sind Sachen, die wir im Taubensport nicht gebrauchen können.